Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen... Ja, ich würde aber... Ja, okay, okay. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Hoffentlich geht euch... Genau. Hoffentlich geht es euch gut. Willkommen zu einem neuen Unboxing. Dieses Mal von Hasbro. Und das wurde uns zugeschickt. Also das ist eine Neuigkeit. Ja. Mann, hör mal. Das ist absolut krass. Krass. Also vielen Dank an dieser Stelle an Hasbro für das tolle Paket. Wir haben sogar noch eins, also... Und wenn man an Star Wars denkt, an was denkt man da richtig? An Kit Fistos Lichtschwert. Also wenn man ein Lichtschwert haben möchte auf dieser Welt, dann denke ich direkt an Kit Fisto. Nein, natürlich nicht, sondern an ganz vielen tollen anderen Sachen, die wir diesmal bekommen haben. Diesmal alles im Bilde der The Mandalorian. The Mandalorian. Sie sehen da hinten. Baba Yoda. Baba Yoda. Oder bekannt als Grogu heutzutage. Grogu. Wird eigentlich im Englischen ausgesprochen? Grogu. Gottes Willen. Es sind viele Sachen, auch im Hinblick auf Weihnachten, natürlich Sachen, die auch nicht 500 Euro kosten, wie dieses, und die stinken nicht. Also, die Sachen stinken nicht nach China-Firma. Muss man mal sagen, also, gerade der Baby Yoda, das Real-Life, der Resize, riecht gut. Riecht nach Karton. Schmucke, ne? Nach Grün. Nach ja. Grün, nach Karton. Womit fangen wir an? Was ist das Spannendste? Was willst du mal eins? Also, ich glaube, das ist schon, oh, da ist ja hier... Es sind auch nicht nur Baby Yoda-Sachen, also es gibt auch viele andere. Sehe ich mal hier. Das ist tatsächlich die zweitbeste Option, wenn man sich einen Baby Yoda holen will. Ja. Beziehungsweise die beste, wenn ihr die wirklich anfassen wollt. Ja. Das ist halt ein Spielzeug. Der ist wirklich, wirklich cool. Und zwar. Streiche ihn. Streiche ihn. Du reifst ihn. Ihr hört es schon. Er macht schon. Wir können aber vielleicht ein bisschen. Also man kann ihn streicheln, die armen Haare. Also er hat auch keine Haare mehr, wie man sieht. Die hast du ihm schon ausgerissen durch das Streicheln. Die reiben sich dann so auch mit der Zeit. Also zum Beispiel hier, die Ohren sind auch weich. Das fühlt sich besser an als bei dem anderen tatsächlich. Also beim Sideshow, das stimmt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Material, dass das auch ähnlich ist bei dem, der am Set ist. Kann sein. Ja, also stelle ich mir das auch vor. Erinnerst du dich an die Aufnahme, wo er mit dem Speederbike ist und seine Ohren so schlackern? Von der ersten Staffel. Da schlackert es ja auch. Da fühlt sich das, das sieht ähnlich aus. Das sieht ähnlich aus, das stimmt. So. Was haben wir noch? Er schläft. Oh, er ist wach geworden. Oh, er ist wach geworden. Scheiße. Oh, der arme Grogu. Er schläft. Nein. Ja, wenn du ihn schüttelst, so. Kinder sollte man nicht schütteln. Geschüttelt oder gerührt? Gerührt, beides. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Was machen wir? Tatsächlich, okay, wir hatten gesagt, eigentlich nur Mandalorian, aber eine Ausnahme ist dabei. Zwei sogar. Oh, nee, nicht zwei. Genau, das andere ist halt. Die sind halt geil, ne? Das sind wieder eine neue Black Series-Reihe. Das Design hat sich etwas verändert. Wenn man jetzt mal zwei spielt. Ich zeig mal von hinten kurz. Ja. Also da sieht man auch dieses coole Art von dem 332. Clone Trooper von Ahsoka Tano. Und als Vergleich, das ist sind die alten Verpackungen oder die älteren Verpackungen? Mittig, ne? Von den Klonen. Ich wollte das. Ja. Achso, direkt. Ja, genau. Yes. Comparison. Ich meine, im letzten Video, was ich vor der Kamera gemacht habe, hatten die Leute so wegen meines englischen Akzentes, den ich doch mit mir rumschleppe, hatten die sich so gefreut. Ah, ach so. Direkt Comparison. So, was haben wir noch? Also wir haben hier noch, wir können das ja mal nehmen, würde ich, oder? Ja. Das ist jetzt wirklich, also das sind wirklich, da werden wir euch auch Aufnahmen von einblenden, weil das ist wirklich, The Bounty Collection. Ja. Es ist tatsächlich wie ging das mal? Such a large bounty for such a small package. Das passt auch in dem Bilde hier. Es ist so ein ganzes... Alter Schwede, also sowas kriegt man normalerweise, glaube ich, beim Kiosk, ne, wenn man sich das so rausschlagen will. Ich glaube schon, oder in Spielzeuggeschäften oder so. Also es ist schon krass, ne? Ja. Also ihr seht schon, das sind die... Die sind bemerkenswert, ihr seht schon, also es ist eine knuffige Inszenierung. Was hat der da? Spielt er hier mit Lava? Das ist das, wenn im Feuer, letzte Folge. Vorletzte Folge? Ach so! Wenn er das wenn er das aufhält, ne? Ja, Feuerbändiger. Ein feuerbändiger Meister Yoda. Grogu. Meister Grogu. So, also sind ganz viele drin. Also ihr seht das schon. Ja. Ich weiß nicht, man kann ja hier mal so... Ich weiß nicht, also wir blenden euch Aufnahmen ein. Das sind 12 Stück. Die haben, also ich weiß nicht, wir können ja mal... Hier, das ist eigentlich auch mega knuffig. Alter, das sind halt so kleine, wenn man weiß, so kleine Präsente schenken möchte. Das sieht ein bisschen. Also zum Hinstellen halt. Das sieht ein bisschen fertig aus. Wenn ihr einen Bürojob habt, könnt ihr den da hin tun, dann guckt ihr euch oder ihn mal Schule. An. Oder in der Schule. Was ist das? Ja. Was haben wir noch? Also hier genau, hier haben wir noch eine Miniaturvariante. Also der ist halt, das ist tatsächlich, wir reden ja mal von dem größten Baby Yoda, aber das ist tatsächlich so der kleinste Baby Yoda. Der kleinste Baby Yoda, den man sich vorstellen kann, aber auch Black Series. Was ist Black Series? Black Series. Ach, Black Series!
Ja, ach ja, so, ja, Black Series. Black Series. Black Series. Black Series, was im original Englischen betont wird. Ja. Was haben dann, wir noch? Ich mach mal. Do it. Make the sacrifice. Wer ein Monopoly-Fan ist, hat ja auch... Falsch ausgesprochen. Oh, Monopoly. 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 Wer ein Monopoly-Fan von Monopoly ist, der hat mit dem Baby Yoda Monopoly-Set auch... Hasbro Germany. Hasbro Germany. Disney Plus. Wusste ich aber sagen. Hättest du erwartet, dass es ein Monopoly gibt? Also wer jetzt denkt, es ist ein Monopoly über The Mandalorian, auch weil es hier steht, hat sich getäuscht. Alle Figuren sind Baby Yoda. Echt jetzt? Ja. Das ist eigentlich geil. Es ist eine reine Grogu Edition. Es ist eine reine Grogu Edition. Kaufst du hier, da wo er drin schläft. Ja. Ach, dann geil. Hast du hier... Da ist der Fire Trooper, dieser aus der Folge der mit dem Flammenwerfer. Genau, weil der Feuer weghält. Da ist der Frosch. Die Froschstraße. Und ist das Schokolade? Steht sogar auf Aura Bash. Also wenn ihr Aura Bash und natürlich hätte ich ganz gedacht, das ist das berühmte Spiel um den großen Deal. Oh ja. Steht da drauf, das berühmte Spiel um den großen Deal. Sie haben sich da... Ja. Ja. Okay, das ist ein feines Exemplar. Oh, scheiße. Oh Gott. Wir haben ein bisschen geschmückt, also ne, nur um das mal anzusprechen, um uns ein bisschen Fishing for Compliments bei euch. Wir haben uns auch tatsächlich nie gedankt, dass wir uns so viel Mühe geben. Wird auch nicht passieren, aber gut. So, da haben wir Black Series. Your Father's Schmieden. Your Father's Schmieden. Tatsächlich ein sehr cooler Aufziehmechanismus. Kann man nicht einmal. Den kann man nicht raus, also da sollte man nicht mehr dran ziehen, weil das dann au revoir sagt. Ab. Dann habt ihr direkt 20 Euro Wertverlust. Sind es wirklich auch sehr exzellent. Also ist wieder auch also ein Ausstellungsstück, kann man aber bestimmt auch mit spielen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der mit Black Series Figuren spielt, so richtig. Ach ja. The Mandalorian, das ist schon sehr lustig, weil die alle einfach gleich heißen. Da gibt es keine bestimmte... Das ist Animatronic. Der heißt Animatronic, glaube ich. Oder? Habe ich meine nicht gerade gelesen, Song. Da, also mega klein, die Animatronic Edition. Der ist halt wirklich was fester, man spürt das, wenn man ihn reibt, dann passiert nichts. Besser? Zähl schon mal. Oh, ja, der ist Schädel, genau. Oh. Aber wenn du ihn drückst... Oh, er klingt nicht gesund. Also er ist wirklich dafür da, den drückst du quasi und dann, ich glaube, du kannst ihn auch füttern. Also es ist so ein bisschen die Barbie-Puppe für coole Jungs, wenn man so will. Oder coole Mädchen, ich weiß ja nicht. Das ist die beste Beschreibung, die man ja, für dieser Puppe geben kann. Ja, ist das Beste, was es gibt. Also ich meine, Puppen, ob groß oder klein, sind Puppen. Ne? Jedes Alter gemacht. Also das sind wirklich alles The Child Collectibles. Ich würde sagen, wir switchen eben zum zweiten Karton. Do it. Cut. Cut.